Moin, willkommen zu den Herausforderungsportalen. Diesmal Barbar Nummer 157 auf dem europäischen Server. Das sieht hier aus wie IK-Set. Ja. Ja, genau. 6 Teile IK-Set. Dazu hier einmal den Donnerkeil und hier den Himmelsspalter. Dazu haben wir hier noch den Schädelgriff. Und Wirbelwind erhöht. Haben wir aber gar nicht hier drin eigentlich. Doch, da haben wir Wirbelwind drin, Auge des Sturms. Dann haben wir hier den Rechelsring für den Diebstahl. Ist natürlich so unnütz erstmal. Dann haben wir hier noch Aufsammlung von Gold, Gewehrterfahrung ist auch Quatsch. Ist so ein T16-Bild halt, ne? Blitz, bla bla bla. Keine Steine hier drin. Da und da keine Steine drin. Könnte ein sehr früher Bild sein. Der Stein ist hier auf 25 gelevelt. Die Steine sind auch nicht ausgemaxt. Und ja, gehen wir doch mal ins Spiel. Ja, 145 Paragon, wie gesagt, da ist nicht viel. Ne? Ja, hat er zwar da, aber mir auch nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Also, wir haben hier auf der rechten Maustaste den Wirbelwind. Der macht dann am meisten Schaden. Ne? Aber wir wollen natürlich Zorn des Berserkers und Ruf der Uhr an gleichzeitig aktiv haben, um eben 4000% Schaden zu erhöhen. Ne? Das wäre halt ganz geil. Ne? So, dann haben wir hier nämlich Zorn des Berserkers, schreitender Riese, alles gut, passt auch. Dann haben wir hier Ruf der Urahn, die haben auch eine Abklingzeit von 120 Sekunden. Ist natürlich echt blöd, dass sie nur 20 Sekunden da sind, ne? Das ist dann echt blöd. Eiskletterer, da haben wir dann nichts drin, gut, okay. Dann haben wir hier Kriegsschrei, alles klar, ganz normal, schnell wie der Wind, so ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit und dann eben nochmal Kampfrosch, auch nochmal ein Buff. So, dann haben wir hier... Haben wir schon die passiven Animosität, Wuterzeugung ist erhöht. Dann haben wir hier, kriegen wir, was haben wir, zwei Einhandwaffen, Schwerter Dolch, erhöhter Schaden, Ballkolben, Äxte. Ja, oh, nee, Schwerter Dolch ist das, erhöhter Schaden. Dann haben wir hier Wut behalte ich und nochmal 40% mehr Schaden zu. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich versuchen, achso, hier, Schaden wird nochmal erhöht bei Wirbelwind. Und die Littenschaden wird auch reduziert. Ne? Als andere ist hier erstmal nicht so wichtig. Der Schaden wird ja auch nochmal erhöht von Wirbelwind. Also Wirbelwind macht dann eben Schaden. Im Berserker dann nochmal mehr. Berserker kann ich natürlich nicht aufrechterhalten, weil die Abklingzeit einfach zu lang ist. Ne? Das heißt, es ist die Frage, ob ich genug Schaden mache mit dem normalen Wirbelwind. Ne? Bei beiden wäre natürlich geil, wenn Zorn des Berserkers und Ruf der Uhren gleichzeitig aktiv ist. Ne? Müssen wir mal gucken, ob dann, ob ich das hinkriege. Ja, weil die Uhren halten ja sowieso an, ne, bis sie sterben. Das ist kein Problem. Aber die Abklingzeit des Berserkers ist halt dann, ja, muss man gucken, ob er das hinkriegt. Ja. Das ist 145 Paragon und wir machen ein 45er. So. Alter! Oh. Da gehen wir mal weiter, lassen die da stehen. Oh ja. Ohne Berserker ist die Zähigkeit halt richtig im Arsch. Zähigkeit ohne Bärsieg ist. Oh. Alter, wie soll das gehen? Das Tür auf. Nein, warum laufe ich denn in die Explosion rein, ey Mann? Ja.
Ja, also das ist irgendwie ein richtig scheiße Bild. Ich komme damit jetzt so nicht zurecht. Ich meine, ich kann das hier abbrechen. Also das ist völliger Quatsch eigentlich. Ne? Ich kann das hier nochmal durchlaufen, aber um die Ebenen zu zeigen. Alter, selbst mit Bersi! Ey! Wo nimmt er seine Zähigkeit her? Ja, kannst vergessen. Also das ist für den Arsch. Ne, also ich kann da jetzt so weiter nichts zeigen, aber dieses Herausforderungsportal ist ja auch völlig unnütz, weil es für die Non-Season ist. Nächste Woche, das ist das Wichtige, das bitte dann nicht beenden, weil das dann für die Season genutzt werden kann. Ne? Also hier erstmal so die Übersicht über diesen. Wer es machen will, kann es gerne machen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich brauche es halt einfach auch nicht. Ne? Das ist so auf den ersten Blick, ich werde jetzt keinen zweiten, dritten, weiten Versuch machen, finde ich das einfach ja, doof, kann ich so nichts mit anfangen. Wer da sich reinsteigern möchte und Fan ist, kann das gerne machen. Ich mache es nicht. Also viel Spaß dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, also in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.